Hey, servus Leute, was geht ab? Hier ist der Volle von Bruder Hardcore Photography und ich will euch ganz schnell was zeigen, und zwar wie ich ganz effektiv und ganz schnell diese fliegenden Haare entferne. Ich will euch auch nicht lang aufhalten. Wir gehen hier zu diesem Tool, Lasso Tool, machen hier eine Auswahl von diesen Haaren. Definitiverweise verschieben wir jetzt diese Auswahl. Steuerung J. Nein, hier machen wir Steuerung J. Zack. Und dann verschieben wir das mit dem Verschieben-Werkzeug so, dass es auch wieder passt. Das ist wie Puzzlespiel ein bisschen. Lasst ein bisschen über, dass die fliegenden Haare doch noch ein bisschen durchscheinen, weil die Auswahl ist nicht abgegrenzt, die ist, weiß für sich bei, keine Ahnung, das muss ein bisschen noch durchscheinen, dass es ein bisschen realistisch aussieht. Jetzt geht ihr auf den Pinsel und pickt hier praktisch diese Farbe ab und zieht hier zwei, dreimal drüber, dass sich der Verlauf egalisiert und harmonisch aussieht. Und zack, haben wir diese fliegenden Haare egalisiert. Wie geil ist das denn? Und jetzt könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen durchscheinen lassen. So ein bisschen, dass es natürlicher ausschaut. Apropos, das ist die Alexandra. Die hat bei mir ein Personal Branding Shooting gebucht. Sie ist eine Führungskraft bei einem Unternehmen, ist aber allerdings in diesem Unternehmen selbstständig, weil sie in der Versicherungsbranche arbeitet. Und sie hat 6 Stunden Personal Branding Shooting bei mir gebucht, unter anderem auch hier, das ist so eine Sektion oder ein Modul von Personal Branding, ein Profilbild Shooting, wo sie dann verwenden kann für LinkedIn und Xing. Das nur mal zur Information und dass auch hier die Alexandra auch mal erwähnt wird. Leute, das war's schon wieder. Haben wir wieder was gelernt. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und Leute, gebt mir ein Abo, gebt mir ein Like, gebt mir einen Kommentar, dass der Kanal weiter lebt und im Prinzip definitiverweise auch weitergeführt werden kann. Und versucht's mal mit dem Quick-Tipp, was ich euch gezeigt habe. Das war's. Auf Wiedersehen.